Damit arbeiten wir gleich weiter in der ersten Fußball-Bundesliga. Wer da spielen will, der muss absolut topfit sein. Das hat nicht nur dieser Tage Franck Ribéry beim FC Bayern München erfahren, sondern das weiß mittlerweile auch ganz sicher Ruud van Nistelrooy, der neue Superstar beim Hamburger Sportverein. Gerade durch diese Ansichtsweise muss man sagen, hat er in den letzten 1,5 Jahren gerade mal 16 Spiele für Real Madrid absolviert. Aber schon dort hat er angefangen, dass das Ganze nun wieder besser wird. Denn da hat er sich richtig fit gemacht mit Hilfe einer deutschen Firma. Die hat den sogenannten Speedcourt entwickelt, in dem van Nistelrooy mit großem Ehrgeiz hin und her gesprungen ist, wie wir hier sehen. Hat ein bisschen was von einem Laufrad für Hamster, scheint aber sehr wirkungsvoll zu sein. Denn diese Woche ist der 33-Jährige schon gleich wieder eingestiegen ins Mannschaftstraining beim Hamburger Sportverein. Und so stellte man sich heute schon die Frage, ob er vielleicht zu seinem allerersten Bundesliga-Einsatz kommen würde. Beim 1. FC Köln, Bernd Schmelzer. Also zunächst einmal nimmt Ruud van Nistelrooy auf der Hamburger Bank Platz. Es ist also das Bundesliga-Bankdebüt sozusagen. Und selbst das ist ja ein Ereignis. Wenn er fit ist, wird er sich hier sicherlich nicht allzu häufig. 3:3. Und so viel Drein in diesem Spiel, das elektrisiert alle Beteiligten. Und dann gibt es auch noch das Bundesliga-Debüt von van Nistelrooy obendrauf für die letzten 3 Minuten. Ohne Wirkung, aber immerhin. Dann ist Schluss. An einem außergewöhnlichen Nachmittag, der allen Beteiligten unter die Haut geht. Nicht so viel Freude, nein. Die Enttäuschung ist da. Ich denke, so ein Spiel nicht gewinnen, ja, das fühlt wie verlieren. Und ja, das tut weh.